Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Warst du gestern beim Friseur? Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Schöne Frisur. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus.
Siehst gut aus. Hallo, schöner Mann. Mein schöner Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sean hat wirklich deine Augen. Richtig schön frisch. Deine Augen. Deswegen habe ich ja gesagt, als du mich gefragt hast. Ja, nicht schlecht. So eine süße Nase. Schatz, findest du meine Nase zu groß? So attraktiv wie am ersten Tag. Hallo, schöner Mann. Ich liebe dieses Gesicht. Richtig schön frisch. Stoppeln. Sehr maskulin. Ja, nicht schlecht.
Wirklich. Sean hat dein Lächeln. Nicht schlecht, nicht schlecht. So ein tolles Lächeln. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. So attraktiv. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Mein attraktiver Mann. Ja, nicht schlecht. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Hallo, schöner Mann. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Deine Augen, das sind meine absoluten Favoriten. Richtig schön frisch. So schöne Augen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Deine Augen, das sind meine absoluten Favoriten.